Ja, ab Montag gilt ja Vermummungspflicht sozusagen. Ich habe jetzt mir schon mal die Maske aufgezogen, ziehe sie aber jetzt mal wieder ab, damit Sie auch mein Gesicht sehen. Ich bin der Jörg Kleine, Goslarsche Zeitung, und wir wollen einfach mal der Maskenpflicht auf die Spur gehen. Und wir sind dazu in der Jacobi-Apotheke hier in Goslar, und der Besitzer Hani Hulvani ist bei mir, und den würden wir jetzt bitten, uns noch mal kurz zu erläutern, was denn die Unterschiede sind und wie sicher man sich mit den Masken fühlen kann. Herr Hulvani, Sie haben eine Maske schon in der Hand. Genau, guten Tag erstmal. Danke, dass Sie uns besuchen und dass Sie auch den Leuten mit den Masken vertraut machen. Und zwar, ich würde das jetzt zu den Masken kurz zusammenfassen. Wir haben eigentlich verschiedene Arten an Masken. Die Mund-Nasenschutzmasken, die ganz einfachen, die dreilagig. Wir haben die FFP1, FFP2 und FFP3. Die sind drei Stufen, die unterscheiden sich alle eigentlich bei der Stärke quasi des Filterns von Viren. Also wenn wir jetzt von FFP1 reden, da reden wir eigentlich von Filterstärke bis zu 70-80%, FFP2 von 80-90% und FFP3 bis 99%. Leider unter diesen Umständen sind die FFP3 eigentlich sehr schwer erhältlich. Die gehen erst an Kliniken, Krankenhäusern und Praxen. Deswegen am meisten werden jetzt eigentlich in den Apotheken die einfachen Nasen-Mund-Schutzmasken verlangt und die FFP2 je nach Verfügbarkeit. Was kosten die denn? Tja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich äußere mich immer halt jetzt gegenüber meinen Kunden, dass wirklich jetzt leider ist es wie Aktien, die Preise gehen hoch und runter, je nachdem, was man dann an einen Anbieter erwischt. Also manchmal gelingt uns wirklich, die FFP2-Masken zum günstigen Preis dann einzukaufen, dann bieten wir auch dementsprechend auch günstig ein. Wir reden jetzt eigentlich von Preisspanne, also zwischen 8,95 € bis 18,95 €. Ich habe jetzt mal, Herr Hulvani, drei Masken mitgebracht aus meinem privaten Bestand. Genau. Hier habe ich eine, die man auch so aus dem Krankenhaus kennt. Die ist grün vorne. Sowas verkaufen Sie ja auch in der Art und Weise. Die hat hier oben einen Metallbügel und man muss die grüne Seite nach vorne machen und dann die weiße Seite nach innen zum Mund, und man kann hier oben dann eben diesen Metallbügel entsprechend biegen, dass man auch die Nase geschützt hat und die klingt sich dann sozusagen ein wenig ein. Das ist so eine einfache FFP1-Maske, oder? Genau. Das ist die dreilagig Mund-Nasenschutzmasken, die sind die einfachsten, und da zu den Masken habe ich auch was zu sagen. Ganz wichtig, wie man einfach die Maske aufsetzt. Das muss einfach richtig Hand gehabt haben, also zuerst muss man wirklich die Hände gründig gewaschen werden. Und ich setze jetzt mal auf und Sie sagen mir mal, ob ich das richtig mache. Ich habe das jetzt hier über der Nase, richtig, den Bügel geschlossen und hier unten übers Kinn gezogen. Hervorragend. Also man muss erstmal die blaue Seite bzw. die grüne Seite nach außen tragen. Also wenn man die Maske erstmal kauft, dann ist es immer halt dreilagig. Die sind drei Lagen übereinander. Man muss man erstmal die Maske, genau wie man die kauft, an den Ohren festmachen und dann auf einmal nach oben und nach unten weiterziehen, dass dann halt die Nase sowohl auch jetzt der Mund auch jetzt abgedeckt werden, und dann mit diesem Metalldraht, man muss das an die Nase ein bisschen formen, dass das auch fest sitzt. Sie selbst als Träger haben Sie keinen Schutz, aber ich sage das immer so, das minimiert natürlich halt das Risiko. Jetzt kam ich hier nochmal in meiner Wundertüte. Ich habe nämlich noch zwei Masken. Diese Maske hier, das ist eine Maske, die wir von der Goslarschen Zeitung erworben haben, und die tragen unsere Kollegen künftig. Ja. Ich ziehe die auch nochmal ganz kurz auf. Richtig, das ist richtig auf einmal. Also wiederum, das ist wieder diese dreilagig Mund-Nasenschutzmasken. Und ja, also die sind eigentlich zum Schutz gegenüber eines Dritten. Natürlich, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man dann zu der Risikogruppe gehören sollte, auf jeden Fall guten Masken erstmal dann aufzusetzen. Das heißt mindestens FFP2. Also wenn wir jetzt natürlich von Risikogruppen reden, reden wir einfach von Leuten, die jetzt Kreislaufprobleme haben, von Leuten, die unter Chemotherapie zurzeit sich befinden, von Leuten, die Probleme mit den Oberatemwegen, COPD-Erkrankungen, Asthma-Erkrankungen oder quasi Symptome für mögliche Bronchitis zeigen. Das ist jetzt eine, die habe ich bei Ihnen erworben. Jawohl. Und die ziehe ich jetzt einfach auch mal auf. Und das wäre jetzt eine solche Maske. Und die bietet jetzt auch mir persönlich
Richtig. Etwas mehr Schutz. Genau, da haben Sie Selbstschutz, sowohl auch jetzt Ihr Umfeld. Und was es auch jetzt bei dem unterscheiden ist, dass, oder entschieden ist, dass man quasi jetzt für längere Zeit das tragen kann. Länger als die dreilagig Masken. Also das heißt, es wird jetzt gesagt bzw. empfohlen bis zu 40 Tragestunden. Man muss zwischendurch immer eine Pause legen. Also wenn man jetzt 5 Stunden die Maske am Stück trägt, dann empfiehlt sich, dass man dann halt dazwischen eine Pause legt und dann wieder tragen. Wir haben auch jetzt neue Leitlinien von Robert Koch Institut, auch von verschiedenen vertrauten Kanälen, wie man auch die Masken wieder verwendet. Das habe ich heute bekommen, also jetzt bei den dreilagigen Masken. Man kann die Masken also zwischen 65 bis 65 Grad auf jeden Fall waschen, 30 Minuten so ziehen lassen in Wasser halt jetzt, dessen Temperatur 65 bis 75 Grad und dann halt natürlich trocknen lassen und wieder verwenden. Ich habe jetzt mal die Maske, die ich hier am Hals trage, die für die Goslarsche Zeitung, die haben 4 Euro gekostet. Jetzt habe ich hier eine FFP2, die hat 17,90 Euro gekostet. Genau. Und die hier, das ist ein Artikel, quasi Einmalartikel, und den habe ich noch erstanden in einem Päckchen und der kostete, glaube ich, das Stück 40 Cent. Ne? Richtig. Und was kosten die inzwischen? Sind die auch viel teurer geworden? Die sind viel teurer geworden, allerdings wie gesagt im Einkauf, und der Preis jetzt variiert sich halt zwischen 90 Cent bis 2,50 Euro wird in den Apotheken dafür verlangt. Aber wiederum, ich möchte auch jetzt meinen Kollegen jetzt quasi auch in Schutz nehmen, die Preise werden auch uns sehr teuer angeboten. Also ich sage, wenn man jetzt nicht zu den Risikogruppen gehört und einfach dann quasi jetzt nur zum Einkauf braucht oder Praxisbesuch, reicht einfach die ganz einfache Maske. Allerdings muss man auch sogar diese Maske nicht die ganze Zeit tragen auf der Straße. Es reicht, wenn man auf der Straße sich an die Abstandregelung hält, muss man jetzt auf der Straße jetzt keine Masken tragen, nur einfach zum Einkauf und bitte solange man dann einkauft. Hinterher, wenn man jetzt wieder zu Hause ist, auf dem Weg nach Hause, kann man dann wieder die Maske dann abmachen, desinfizieren oder wie gesagt dann waschen mit gut gekochtem Wasser und wieder verwenden. Hauptsache wirklich dann nur, wenn man das Risiko minimieren möchte, und auf der Straße lieber Abstand halten. Vielen Dank. Jetzt klingelt hier schon das Telefon. Wir bedanken uns. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir demnächst noch günstigere Masken bekommen. Das hoffe ich auch. Bleiben Sie gesund und ja, hoffentlich auch bessere Zeiten. Dankeschön. Dankeschön.